Ach, hallo, ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Und ich sitze ja gerade am Steuer des Kia Sportage mit dem 1,6 CRDI Turbo Diesel mit 48 Volt Mildhybrid-System, Doppelkupplungsgetriebe, Allradantrieb und mit Winterreifen. Und mit genau dem unternehmen wir in den nächsten Minuten einige Verbrauchsfahrten, um zu gucken, wie niedrig oder wie hoch der Realverbrauch im Winter ausfällt und ob man den von Kia angegebenen WLTP-Verbrauch erreichen oder unterbieten kann oder ob man im Winter übers Ziel hinausschießt. Bei der Gelegenheit kannst du mal schauen, ob du mir schon auf Instagram folgst. Und wenn du den Kanal hier noch nicht abonniert hast, ist doch jetzt die beste Zeit dafür, das nachzuholen. Die Realverbrauchsvideos sind für euch immer angenehm, denn ihr könnt euch bequem hinlegen oder setzen und könnt einfach zuglotzen. Ich hingegen quassel eigentlich die ganze Zeit in einer Tour durch und rechne Verbräuche hin und her, dass meine Synapsen nur so glühen. Wir machen es dabei wie immer, wir erfahren erst die ganzen Einzelverbräuche, sammeln die Daten und am Schluss schauen wir uns alle Verbräuche nochmal an. Ich rechne zusammen und dann schauen wir mal, ob man mit meinen Verbräuchen den WLTP-Wert des Kia Sportage mit dem Mildhybrid-Diesel erreichen kann. Ja, und jetzt kann es losgehen, wie immer mit dem Pendlerverbrauch. Als Pendlerstrecke nehmen wir wie immer meine Haus- und Hofstrecke, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich von Plauen nach Hof und wieder zurück. Wer jetzt nicht auf Anhieb weiß, wo Plauen und wo Hof ist, da. Und das ist eben genau die Strecke, die ich immer zur Arbeit pendel und wieder nach Hause. Insgesamt sind das gut 70 Kilometer, der Hinweg ist gut 40 Kilometer lang, der führt größtenteils über die Autobahn. Warum viel Autobahnanteil? Ja, weil ich früh immer versuche, den Stadtverkehr in Plauen zu meiden, denn durch Plauen fährt eine Straßenbahn, die die Ampelschaltung immer so beeinflusst, dass du eigentlich regelmäßig stehst. Habe ich früh keinen Bock dazu. Der Rückweg von Hof nach Plauen ist dann gut 30 Kilometer lang. Warum? Ja, weil ich nach der Arbeit wiederum die Autobahn meide, denn da ist regelmäßig Stau. Die Strecke auf der Autobahn ist teilweise sogar ohne Tempolimit, aber wir fahren schön 130, denn wir wollen den kostbaren Sprit ja nicht für unseren Arbeitgeber rauspulvern. Schnell fahren kann man ja, wenn man sich's noch leisten kann, auch mal privat. Insgesamt besteht die Strecke aus 40% Autobahnanteil, 40% Landstraßenanteil und in Hof und Plauen jeweils gut 10% Stadtverkehr. Der Kia Sportage Diesel wird angetrieben von einem 1,6 Liter Common Rail Turbo Diesel Motor mit 136 PS und 320 Newtonmetern. Von 0 auf 100 geht's in gemächlichen 11,6 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 180 km/h. Als Verbrauch gibt Kia einen kombinierten NEFZ-Wert von 4,7 Liter an. Nach dem praxisnäheren WLTP-Messverfahren sollen es 5,8 Liter auf 100 Kilometer sein. Die anderen technischen Daten könnt ihr hier nachlesen. Nach gut 40 Kilometern in Hof angekommen, zeigte der Bordcomputer beim ersten Versuch einen Verbrauch von 7,2 Litern an, beim zweiten Versuch 7,7 Liter und beim dritten Mal 7 Liter glatt. Und nach allen drei Versuchen bin ich nach getaner Arbeit natürlich wieder nach Hause gefahren. Interessant für den Verbrauch ist in meinem Fall auch das Höhenprofil über Normal Null. Mein Startpunkt in Plauen ist 372 Meter über Normal Null. Und auf dem Weg nach Hof geht's, wie ihr sehen könnt, ordentlich Berg und Tal nach oben. Denn mein Zielpunkt in Hof liegt 505 Meter über Normal Null. Und nach Hause fahre ich dann wieder jede Menge Berg und Tal abwärts. Deswegen ist mein Pendlerverbrauch von Plauen nach Hof immer höher als der Verbrauch von Hof nach Plauen. Nach dem gut 30 Kilometer langen Rückweg zeigte der Bordcomputer beim ersten Versuch einen Verbrauch von 5 Litern glatt an, beim zweiten Mal 5,1 Liter und beim dritten Mal 4,9 Liter auf 100 Kilometer. Keine Angst, ihr müsst euch die ganzen Zahlen nicht merken, ich notiere mir alles, wir sammeln die Daten und am Schluss führen wir alle Werte zu einem Gesamtverbrauch zusammen. Als nächstes ist der Stadtverbrauch an der Reihe. Das hier ist das Plauener Innenstadtgebiet und diese Strecke hier soll's werden. Die ist gut 15 Kilometer lang und man fährt immer so eine gute halbe Stunde, heißt Durchschnittsgeschwindigkeit gut 30 km/h. Fürs innerstädtische Fahren gibt Kia einen Verbrauch von 6,7 Litern auf 100 Kilometern an. In Stadtrandgebieten sollen es 6,1 Liter sein. Nun ist die von mir ausgewählte Strecke eine Mischung zwischen Stadtrand und innerstädtisch und demzufolge sollte sich auch unser Verbrauch irgendwo zwischen den 6,1 und 6,7 Litern bewegen.
Nach einer guten halben Stunde und 15 gefahrenen Kilometern zeigte der Bordcomputer in dem Fall einen Verbrauch von 6,5 Litern auf 100 Kilometern an. Und das liegt ziemlich genau zwischen den 6,1 und 6,7 Litern, die Kia angibt. Weiter geht es jetzt mit dem Verbrauch auf der Landstraße. Hierfür fahre ich wie immer meine gut 30 Kilometer lange Strecke rund ums Plauener Umland. Das dauert eine gute halbe Stunde, also Durchschnittsgeschwindigkeit um die 60 km/h. Als Verbrauch auf der Landstraße gibt Kia einen Wert von 5 Litern auf 100 Kilometern an. Bei mir waren es nach den 30 Kilometern 5,6 Liter auf 100 Kilometer. Ja, das ist ein bisschen mehr, aber ich wohne ja auch nicht im Flachland. Davon aber mal ganz abgesehen, gucken wir uns am Schluss auch noch die Differenz zwischen den Werten laut Bordcomputer und der tatsächlich getankten Menge an. Und da ergeben sich ja vielleicht auch noch Veränderungen. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Verbrauch auf der Autobahn. Hierfür fahre ich jetzt von Plauen nach Radebeul. Das sind einfache Strecke, gut 150 Kilometer, also hin und zurück 300 Kilometer. Sollte so zwischen 3 und 3,5 Stunden insgesamt dauern. Durchschnittsgeschwindigkeit also um die 100 km/h. Wir beginnen die Fahrt in Plauen gut 400 Meter über normal Null. Der Zielpunkt in Radebeul ist 100 Meter über normal Null. Ich fahre dabei immer nach Tempolimit oder so, wie es die Verkehrslage gerade zulässt. Und auf Autobahnabschnitten ohne Tempolimit fahre ich maximal 130 Richtgeschwindigkeit. Die Strecke habe ich dabei so gewählt, dass der Autobahnanteil ungefähr 90% beträgt. Warum nicht 100%? Ja, weil ich mir denke, es geht ja hier um den Realverbrauch. Und wenn du nicht gerade an der Autobahnauffahrt wohnst und dein Zielpunkt an der Autobahnabfahrt ist, wirst du wahrscheinlich auch nie auf 100% Autobahnanteil kommen. Deswegen gehe ich bei meinen Autobahnverbrauchsfahrten davon aus, dass ich ja erstmal zur Autobahn hinkommen muss und mein Zielpunkt ja auch irgendwo abseits der Autobahn liegt. Und ich denke mal, ihr seid mit meiner Vorgehensweise einverstanden, oder? Kia gibt als Verbrauch auf der Autobahn 6,2 Liter auf 100 Kilometer an. Dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, welcher Autobahnverbrauch am Ende rauskommt. In Radebeul, 100 Meter über Meeresspiegel angekommen, zeigte der Bordcomputer in meinem Fall einen Verbrauch von 5,9 Litern auf 100 Kilometer an. Weniger als von Kia angegeben. Nach einem kurzen Zwischenstopp ging es dann auf den Heimweg und mal sehen, wie sich der Verbrauch von Radebeul nach Plauen verändert hat. Wieder in Plauen angekommen, zeigte der Bordcomputer dann 6,7 Liter auf 100 Kilometer an. Das ist mehr als Kia für Autobahnfahrten angibt, ist aber in meinen Augen als Autobahnverbrauch im Winter mit Winterreifen für ein 1,8 Tonnen schweres SUV mit Allradantrieb nicht schlecht, oder? Die 6,7 Liter sind notiert und jetzt schauen wir uns nochmal alle Verbräuche an. Wir hatten laut Bordcomputer einen Pendlerverbrauch von durchschnittlich 6,29 Litern auf 100 Kilometer. In der Stadt waren es 6,5 Liter, auf der Landstraße 5,6 Liter und auf der Autobahn, wir haben es gerade gesehen, 6,7 Liter. Davon abziehen müssen wir aber noch die von mir errechnete Abweichung beim Tanken in Höhe von minus 2,15%. Das heißt, ja, was heißt das? Der Bordcomputer im Kia Sportage Diesel ist erstens sehr genau und hat in meinem Fall sogar mehr angezeigt, als am Schluss tatsächlich verbraucht wurde. Und das ist auch nicht alle Tage der Fall. Alles in allem sind das dann reale 6,15 Liter, 6,36 Liter, 5,48 Liter und 6,56 Liter auf 100 Kilometer. Wenn wir jetzt mal meine individuelle Pendlerstrecke, die ja wahrscheinlich nicht mit eurer übereinstimmt, rausnehmen und nur die Verbräuche Stadt, Land und Autobahn nehmen und dann aus den drei Werten noch einen Drittelmix errechnen, dann komme ich am Schluss auf einen durchschnittlichen Verbrauch von 6,13 Litern auf 100 Kilometer. Das sind zwar einerseits gut 0,3 Liter mehr, als Kia nach WLTP angibt, man muss aber glaube ich auch mit einrechnen, dass das ja hier ein Test im Winter war mit Winterreifen. Und ich denke, im Sommer könnte man die 5,8 Liter durchaus erreichen, denn der WLTP-Wert wird ja auch bei Temperaturen um die 20 Grad gemessen und nicht im Winter. Was sagst du denn zum Verbrauch des Kia Sportage als Mildhybrid-Diesel? Das interessiert mich jetzt mal.
Ja, und ich denke, damit haben wir alles. Wenn dir das Video gefallen oder geholfen hat, Daumen hoch, denn dir tut's nicht weh und mir tut's gut. Außerdem Kanal abonnieren. Das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Tommy und deswegen heißt dieser Kanal Automobil. Logisch.